Hallo, ihr Lieben und ihr Schönen dort draußen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich habe heute mal ganz etwas Besonderes. Ich habe eine Anfrage bekommen und zwar von einer YouTuberin, die auch selbst einen Kanal hat. Das ist die Swedish Mom. Das ist die liebe Lena. Die hat mich gefragt, ob wir nicht beide mal eine Kooperation machen wollen. Und zwar zu einem Thema, was uns beide immer beschäftigt, und zwar so ein Starter-Set in der Drogerie mit halt Drogerieartikeln zu kaufen, ist ja immer so eine Sache. Was kaufe ich mir, wenn ich anfangen will, mich zu schminken? Und was kann ich an Drogerieartikeln nehmen? Kann ich Firmen mischen? Muss ich alles von einer Sorte nehmen? Was sollte so der Anfang sein? Ja, und ich freue mich natürlich ganz doll darauf, dass wir beide heute euch unsere Versionen von einem Starter-Set aus der Drogerie und damit ein wunderschönes Make-up zu schminken vorstellen können. Ja, und damit ihr die Lena auch kennenlernt, möchte ich ganz kurz euch die Lena vorstellen, oder vielleicht will sie sich auch selbst vorstellen. Hallo Lena hier, ich freue mich riesig, dass die liebe Karin und ich heute dasselbe Thema hochladen. Und zwar habt ihr schon von ihr wahrscheinlich gehört, es geht um ein Starter-Kit, das Starter-Set aus der Drogerie, also mit den nötigsten Produkten einen schönen Look zaubern. Also im Grunde so wenig wie möglich, wenn man so will. Und ich bin sehr gespannt, was Karin zusammengestellt hat. Und ja, viel Spaß beim Video von Karin. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch rübergeht zu meinem Video nachher. Bei mir auf meinem Kanal geht es um ja auch um Make-up für reife Haut und auch sehr viel um Hautpflege. Also bis gleich. Jo, da bin ich wieder zurück bei mir auf meinem Kanal. Jetzt habt ihr die liebe Lena kennengelernt. Ich freue mich immer, wenn man angesprochen wird und man gemeinsam etwas macht, weil ich finde, so hat jeder die Möglichkeit, auch mal einen anderen Kanal anzusehen und zu gucken, wie macht sie das denn? Wir sehen nicht alle gleich aus und ich finde, sie macht das ganz, ganz apart und auch ihr Dialekt, der ist immer so schön, ihr zuzuhören. Also ich mag sie sehr. Und ich habe mich gefreut, dass sie mich angesprochen hat. Ich bin ja da immer so ein bisschen ängstlich, weil ich mal fürchterlich reingefallen bin mit einer YouTuberin und Instagramerin. Und insofern halte ich mich da immer sehr zurück und freue mich, wenn man auf mich zukommt. Ja, ich habe mich für die Drogerieartikel von Maybelline und Essence entschieden. Da habe ich schon viel ausprobiert. Ich finde, sie sind ihren Preis wert und sie sind preiswert. Und insofern denke ich für jeden Geldbeutel. Ich habe mein Gesicht, wie schon ein bisschen gesehen wird, vorbereitet. Ich habe also schon ein Serum drauf von Balea und habe schon meine Feuchtigkeitscreme für den Tag drauf, weil ich immer etwas erstmal einwirken lasse. Also ich hau nicht alles mit einem Mal rauf und insofern ist es immer ganz gut. Ich zeige euch jetzt das Starter-Set und werde mich dabei anfangen, ganz in Ruhe zu schminken, damit ihr auch seht, für die ganz, 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 die jetzt erstmal anfangen, sich ein bisschen schminken zu wollen. Für was ist denn was eigentlich? Als ich vor ein paar Jahren einen Primer gelesen habe, Concealer gelesen habe, Blush gelesen habe, ich habe gedacht, für was ist denn das alles? Und insofern habe ich auch alle Artikel davon jetzt zusammengestellt. Ich habe heute vom Face Studio von Maybelline den Anti-Redness Primer. Das ist ein Primer, wenn man so rote Stellen hat. Die habe ich hier so ein bisschen um die Nase rum. Meine Nase ist immer so eine empfindliche Stelle. Und oftmals haben ja Frauen in unseren ja anspruchsvollen Jahren ja auch am Kinn oftmals, dass es sich rötet. Und insofern nehme ich den Primer einmal ganz gerne von Maybelline und den gibt es in verschiedenen Varianten. Den gibt es für große Poren, dann gibt es ihn in Blau mit im Hyaluron. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich einen Primer überall auftrage,
Weil man hört ja immer überall, ja, hier auf der T-Zone, auf der Nase, auf dem Kinn. Ich trage ihn ein bisschen über das ganze Gesicht auf, weil das für mich einfach für die Vorbereitung, für die Foundation sehr, sehr gut ist. Ihr könnt natürlich den Primer auch nur da auftragen, wo ihr große Poren habt oder da, wo es besonders rötlich ist. Hier unten mein Spiegel und gucke immer in die Kamera rein. Ja, das lasse ich ein bisschen einwirken, sodass das auch wirklich schön hält. Und dann habe ich von Maybelline den Super Stay 24 Stunden Full Coverage Foundation. Dann müsst ihr ein bisschen spielen mit der Farbe. Ich habe die 48 Sunbeige. Ich bin aber auch bedingt durch Selbstbräunungsmousse, die ich benutze, nicht ganz so blass. Ich rate immer, wenn ihr anfangt, Make-up zu kaufen, dann nehmt euch die Nummern, macht euch einen Strich auf die aus dem Tester auf die Handfläche, bitte nicht ins Gesicht. Und dann geht noch mal raus aus dem Geschäft und schaut wirklich draußen im Tageslicht. Also geht nicht abends nach 20 Uhr einkaufen, sondern am Tageslicht. Dann könnt ihr am besten sehen, weil dieses elektrische Licht, das schluckt natürlich unwahrscheinlich. Und damit kann man sich ganz, ganz böse verkaufen. Ja, ich habe so einen Pinsel, man kann aber auch ein Schwämmchen nehmen und das verteile ich dann ganz gut. Immer daran denken, wenn ihr anfangt, natürlich hier oben schön zu verteilen. Ich muss mal hier in den Spiegel gucken. Ich kann leider nicht am Tageslicht mich schminken, weil ich sitze genau vorm Fenster und die Sonne kommt und die Sonne geht und der dunkle Himmel verspricht dann wieder Hagel und Schnee. Und dann kommt die Sonne wieder und dann regnet es. Und insofern würde das ewig gestört werden. Ich hoffe, ich kann zum Schluss euch noch dann am Tageslicht zeigen, wie es aussieht. Immer darauf achten, dass ihr erst im Gesicht verteilt und mit dem Rest dann hier unten hingeht. Ich kaufe gerne in der Drogerie, habe natürlich aber auch ganz, ganz viel Produkte, die ich mir leisten kann, also alles auch in einer Richtung, was in meinen Geldbeutel passt. Das sollte man auch immer berücksichtigen. So, jetzt nehme ich immer diesen Trick für blonde Frauen. Nehmt die Finger. Wir arbeiten ja ein bisschen Starter-Set, auch für diejenigen, die jetzt wirklich anfangen. Geht einmal hier lang, verteilt den Rest so ein bisschen hier. Solltet ihr einen Rollkragenpullover oder aber auch eine weiße Bluse tragen, könnt ihr dann ordentlich mit einem Tuch mal hier unten hingehen und nur raufdrücken, feststellen, ist es sehr, guckt mal, da ist kaum was zu sehen. Also ich habe meine richtige Farbe gewählt und das hier mache ich, damit es hier nicht aussieht wie so ein Rand. Gerade bei blonden oder grauen Haaren ist das ganz wichtig, rüber die Ohren zu gehen und ruhig mal auch hinten um den Hals zu gehen. Nichts ist so schlimm, als wenn ihr auf jemanden guckt, der hier so einen Rand hat oder weiße Ohren hat oder so. Also immer ein bisschen passendes nehmen. Ja, das sind schon mal zwei Produkte, die ganz gut aufeinander abgestimmt sind. Dann lege ich weiter los. Concealer. Concealer ist hauptsächlich für Leute, die starke Augenringe haben oder aber übermüdet sind. Dann ist es auch, um diese Fältchen ein bisschen abzukaschieren, vielleicht hier unten am Kinn und auch am Mund, diesem Gesicht ein bisschen Leben einzuhauchen, sage ich immer. Ich habe es von Maybelline heute, Super Stay Full Coverage Under Eye Concealer, sagt aus, unter die Augen, weil dafür ist eigentlich der Concealer gedacht. Viele sagen immer, ich sehe dann aus, als ob ich eine Maske habe. Das stimmt aber gar nicht. Ich mache das immer so ein bisschen hier
Hier, ihr werdet es nämlich gleich sehen. Jetzt scheint die Sonne wieder so stark. Wie ich das mache. Man kann es mit einem Pinsel auftragen. Mit dem gleichen oder mit einem schmaleren Pinsel kann man es auftragen. Der sollte immer so ein bisschen fester sein. Ich gebe euch aber mal zwei Variationen. Ich nehme mal so einen kleinen Pinsel, der so ein bisschen ruhig locker ist, und ich nehme so ein Schwämmchen. Man muss da ein bisschen schnell arbeiten und ihr könnt natürlich auch die Finger nehmen. Das zeige ich euch auch gleich noch. So, weil wenn ihr zu langsam seid, dann trocknet dieser Concealer zu stark. So, wir wollen ja auf der einen Seite das so machen. Ich gucke noch mal im Spiegel. So, und wenn ihr dieses Gefühl habt, das sieht zu maskenhaft aus, dann geht ihr einfach mit der Fingerkuppe noch mal hinterher. Jetzt zeige ich euch, dass das auch hier rauf geht und dass es auch hier oben geht. Einfach nur mit den Fingern. Es ist einfach nur, dass dieses Gesicht nicht aussieht wie eine Leinwand, sondern dass man Farbschattierungen sieht. So, es sieht einfach ein bisschen freundlicher aus, gerade für diejenigen, das seht ihr, die eben starke Augenringe haben. So, auf der anderen Seite nehme ich einfach so ein angefeuchtetes Make-up-Schwämmchen und arbeitet es damit ein. Jetzt ein bisschen schneller machen. So. Also es trocknet nicht an wie so eine Maske. Aber so, und da finde ich, sieht überhaupt nichts nach Maske aus. Es darf halt nur nicht, wer weiß, wie dick aufgetragen werden. Schaut, und wenn ihr jetzt seht, in diesem Licht, in dem ich habe, habe ich verschiedene Schattierungen und gleichzeitig habe ich halt hier so ein bisschen diesen müden Augeneffekt wegkaschieren können. Dann gibt es ja auch noch einen Primer für die Lider, damit er das gut vorbereitet wird. Ihr könnt selbstverständlich auch diesen Eye Concealer nehmen, auch wenn da drunter steht unter den Augen. So ist er auch für auf die Augen gedacht. Also wenn ihr am Anfang Schwierigkeiten habt, dann macht ihr einfach den Rest davon auf das bewegliche Lid. Ich habe jetzt von Essence Color Intensiving Eye Shadow Base. Das ist so etwas Kleines. Und das ist jetzt Eye Shadow Base, heißt ja Lidschattenbasis. Das ist immer so etwas. Ich bezeichne das immer. Das ist gedacht wie der Maler, der eine Leinwand kauft, der grundiert auch die Leinwand. Jetzt habe ich ein bisschen viel genommen durchs Gequatsche, kann man aber einfach mit dem Schwämmchen, was angefeuchtet ist, ganz vorsichtig schön verteilen. Ihr seht, also braucht man keine Panik kriegen, auch wenn es mal zu viel ist. Ich mache das immer mit der Fingerkuppe eigentlich am liebsten, weil sich das mit den Poren und den Falten am besten verbindet. Bei Haut ist meistens warm und kein Fremdstoff und dann kann man auch, muss man nicht so doll raufdrücken. So, das ist im Grunde genommen eine Grundierung für die Lider. Um jetzt dann darauf malen zu können, wie der Maler, der seine Leinwand erst einmal vorbereitet. Ja, was haben wir jetzt? Jetzt möchten wir das natürlich setten. Setten heißt, ich möchte es festigen. Ich nehme da sehr, sehr gerne All About Matte Fixing Powder von Essence. Ja, ihr kriegt jetzt einen Schreck, weil es weiß ist. Bei mir ist das schon leider abgebrochen, aber man kann es trotzdem benutzen. Nimm einen zarten, schönen Puschelpinsel, tipp den nur so rein und sette mir im Grunde genommen die Stellen, die besonders schnell schwitzen, die ich nicht möchte, dass sie glänzen und wo ich noch ein bisschen Halt haben möchte. So. Und natürlich die Stirn. Mit dem Rest des Pinsels gehe ich nur einmal übers Gesicht, weil ich will ja im Gesicht
Farbe haben, ne? Ja, das ist übrigens auch ein Fixing-Puder. Ich muss das jetzt mal wieder zumachen, das ist mir kaputt gegangen, weil ich das ziemlich oft schon benutze. Ja, manchmal geht es dann auch gar nicht wieder zu. So, das ist auch ein Puder, wo man zum Schluss mit einem Pinsel das ganze Make-up fixieren kann, dass man umso länger was davon hat. Ja, das jetzt beiseite. Genau so ein Plüschpuschelpinsel nehme ich also auch von der gleichen Sorte im Grunde genommen, sieht nur anders aus. Um ein bisschen Bronzing-Puder habe ich von Maybelline. Bronzing-Puder, das ist so ein bisschen, ich möchte einen Hauch von Farbe haben. Und mit diesem Bronzing-Puder kann man wirklich sehr viel machen. Man kann einfach wie so ein E oder eine 3 einfach so einen Hauch Sommerbräune ins Gesicht zaubern und gleichzeitig das Make-up noch ein bisschen setten. So, nicht zu viel. Man kann aber damit auch, was ich sehr, sehr schön finde, eine Kontur ziehen. Dann braucht man so ein bisschen so einen gebundenen Pinsel, einen festeren, kann man auch einen kleinen nehmen, tippt da rein. Jetzt muss man das Gesicht so ein bisschen schief machen, damit man sieht, wo die Kontur ist, und die ist unterhalb des Wangenknochens. Für die Anfänger unter euch sicherlich schwierig, nur so ganz kurz, und das dann schön verteilen. Ich zeige euch das jetzt gleichsam. Da mache ich auch wieder mit dem Finger so. Seht ihr den Unterschied? Da müsst ihr euch wirklich langsam herantasten, aber für die Fortgeschrittenen, die sehen das auch noch mal wieder. Das darf nur so ein kurzes Stück sein, niemals runterziehen, weil dann seht ihr aus wie Totenköpfe, sondern einfach nur, um diese Kontur zu bilden. Also es sieht optisch aus, als ob es schmaler ist, und auch wirklich nur auf diesem kurzen Stück. Und das kann man auch mit diesem Bronzing-Puder machen. Da muss man nicht noch extra Contouring-Puder haben. Das ist nachher, wenn man fortgeschritten ist. Ich mache es jetzt auf der anderen Seite natürlich auch. So lang, und dann ziehe ich mir hier diesen Strich, damit ich auf beiden Seiten nicht unegal aussehe. Und zieh das so nach oben. Diese Kontur kann man überall ziehen. Wenn man zu große Geheimratsecken hat, kann man hier oben dann noch so ein bisschen runtergehen. Aber wir wollen ja bei einem Starter-Set bleiben. Also dieses Bronzing-Puder ist vielseitig verwendbar. Man kann mit einem schmalen Pinsel dann auch sogar Eyeshadow mit drauf machen, also aufs Lid machen. Man kann damit wirklich viel arbeiten. Jetzt klingelt's. Jetzt ist der Schwiegersohn gekommen, der will aber was von meinem Helden. Ja, und man kann das auch mitnehmen, kann sich unterwegs nochmal einfach ein bisschen Bräune ins Gesicht machen, ein bisschen Sommerfrische ins Gesicht machen, und insofern ist das vielseitig verwendbar. Und wie gesagt, es kommt immer auf den Pinsel an. Mit einem fluschigen, großen Pinsel kann ich die Sommerbräune machen, und mit einem gebundenen Contouring-Pinsel gehe ich rein und kann mir die Konturen ziehen. Ja, so hat man natürlich mehrere Möglichkeiten. Was haben wir denn jetzt? Jetzt müssten wir mal anfangen. Die Augenbrauen, na, die müssen wir ja auch machen. Da habe ich von Maybelline Brow Extensions, das habe ich mir jetzt gerade erst ziemlich neu gekauft, bin sehr zufrieden. Wie ihr seht, ich habe tätowierte Augenbrauen, weil ich in frühen Jahren so schlau war und habe mir die Augenbrauen alle leider ausgezupft, und die sind nicht nachgewachsen. Das ist übrigens ein schöner Stift, da sind so kleine Fusselchen drin, die imitieren Härchen. Und da arbeitet man natürlich auch immer in die Richtung. Für absolute Anfänger könnt ihr euch einen ganz dünnen Stift nehmen oder eine Tube nehmen. Ich muss mal gucken, wo ich den dünnsten Stift habe, um zu sagen, wie male ich mir denn die Augenbraue. Habe ich jetzt gerade nicht dünner da? Habe ich gar keinen ganz dünnen? Doch,
Und zwar immer von hier oben, von diesem inneren Augenwinkel an nach oben, ist das die erste Form. Von der Pupillenmitte dahin ist es die zweite Form, da lang müsst ihr arbeiten. Und die dritte ist vom äußeren Augenwinkel, das ist der Endpunkt. Ich weiß es, weil ich sie tätowiert habe, aber das könnt ihr machen, indem ihr euch die drei Striche vorweg macht. Und dann könnt ihr nämlich genau dahin arbeiten. Und ich sage immer, arbeitet euch schön nach oben. Die meisten, wenn ich das immer sehe, meine Mutter ist 94. Meine Mutter nimmt das und macht. Und manche machen so rüber. Nein, man kann sich doch die Zeit nehmen. Diese drei Punkte, das macht man doch, weiß ich nicht, das macht der Maler, das macht der Tapezierer, es macht der Tischler, der mit einem Lineal vorzeichnet, drei Punkte, um dann eine schöne Linie zu zeichnen. Und das ist so leicht gemacht. Eins, zwei, drei. Und schon die drei Punkte, wisst ihr, in welche Richtung eure Augenbrauen gehen. Bürstet sie vorher und nehmt ruhig an der Bürste entweder bürstet, wenn ihr so ein Bürstchen habt, macht die ein wenig feucht, sodass diese Augenbrauenhaare auch schon die Form haben. Oder aber macht so einen Hauch Vaseline ran und cremt sie im Grunde genommen in die Richtung. Dann habt ihr die schon. Ich will die heute gar nicht so extrem machen, weil ich will ja nachher noch abwandeln, ne? Jo, dann möchte ich jetzt zum Lidschatten kommen. Ich habe mich dazu entschlossen, weil das eine wunderschöne und für ein Starter-Set eine tolle Palette ist. Das ist die von Essence und zwar The Brown Edition. Da ist eigentlich alles drin, was man braucht, um verschieden sein Augen-Make-up zu machen. Man braucht ein paar Pinsel, man kann aber auch einen nehmen, außer wenn man wirklich in ganz dunkle Farben und ganz hell geht, dann sollte man schon mindestens zwei Pinsel haben. So, ich fange an, heute gar nicht so mutig mit der äußeren Farbe. Die ist nicht glänzend, sondern einfach hell. Und damit, wir arbeiten uns ja für das Starter-Set, arbeite ich erst einmal das ganze Augenlid, das Bewegliche, dass es schön hell ist. Ich rede immer heute für diejenigen, die anfangen und sagen, ich kaufe mir was. Für die Fortgeschrittenen, die wissen das, die gucken die anderen Videos, die wissen, was es schon so für Möglichkeiten gibt, ein wunderschönes Augen-Make-up zu machen. So, jetzt habe ich das erstmal recht hell. Das ist mir natürlich zu hell. Von der Mitte an möchte ich es ein wenig dunkler haben. Ihr seht, ich nehme den gleichen Pinsel, nämlich die Farbe. Wenn ihr solche Farben nehmt, immer abklopfen. Und dann gehe ich, bereite ich das jetzt vor, gehe damit in die Mitte und tupfe das im Grunde genommen nur erstmal auf. Sieht ein bisschen ulkig aus, aber ich sag euch dann auch, wie ihr damit weiter verfahren müsst. Das ist so eine Vorbereitung darauf, wie es nachher verblendet. Und das finde ich ist immer das Beste, als jetzt gleich irgendwie schmieren und sagen, oh nee, die Farbe gefällt mir gar nicht. So, ich gehe mit dem gleichen Pinsel nur mit der anderen Seite. Jetzt in eine dunkle Farbe, weil außen möchte ich schon ein bisschen mehr Dunkles haben. Die arbeite ich hier in diesem V ein. V nennt man das, weil es eigentlich so eine imaginäre Kurve ist. Und ziehe es gleich ein bisschen höher. Sieht jetzt erstmal ganz komisch aus. Jetzt ist es wichtig, dass ihr auf jeden Fall einen schönen, sauberen Verblendepinsel habt. Immer nicht jetzt so arbeiten, weil dann zieht ihr das Auge runter, sondern immer in die entgegengesetzte Richtung. Ihr seht jetzt auch gleich, wie es aussieht. So, ich fange hier an,
gehe in das V und fange an, das hier zu verblenden. Nach oben und in den inneren Augenwinkel rein. Arbeite dann nur so bis zur Hälfte und hier gehe ich richtig mit dem Pinsel rüber und ziehe das schön nach oben. Muss ich mal in meinen Spiegel gucken. So dass das richtig verblendet und richtig gut aussieht. Gleichzeitig habe ich das Auge jetzt ein bisschen vergrößert. Also länger gemacht. Und habe die Farben schön miteinander vermischt. Schaut, sieht schon ganz anders aus. Dann nehme ich den gleichen Pinsel, den ich vorher hatte und muss ja jetzt so einen Übergang schaffen. Ich mache es extra so, dass ihr seht, wie das eine Auge noch aussieht und das andere, wenn es dann fertig ist. Ihr seht, das ist hier ein bisschen runtergekrümelt. Dann habe ich meist so einen Pinsel und pinsel das gleich weg. Das muss natürlich keiner sein, der Farbe dran hat. So. Habe nur die Spitze reingemacht und gehe mit der dunklen Farbe hier unten lang, um hier so im Grunde genommen die Verbindung zu schaffen. Wenn das, was jetzt bei mir passiert, das ist ja vielleicht ganz gut, es mir hier zu weit nach unten gerutscht ist, gibt es den Trick, deswegen holt man sich immer so einen Concealer. Mache ich ein bisschen Concealer hier ran und verteile das. Und schon ist das so, wie ich es haben will. Nicht mehr so dunkel und ein bisschen wie Smokey Eye. Seht ihr das? Kann man nochmal machen. Und da würde ich immer Concealer nehmen, nicht Make-up, weil das Make-up einfach zu dunkel ist. So. Auch wieder einfach mit der Haut. Schaut, das sieht doch richtig gut aus. So, jetzt könnt ihr mit dem Verblendepinsel noch einmal ein bisschen hier in der Lidfalte arbeiten. Das ist eigentlich die meiste Arbeit daran, das gut zu verblenden, dass es nicht so balkig aussieht. So, schaut euch mal an, wie schön ich das jetzt im Grunde genommen verteilt habe. Und hier sieht es aus wie, na, wie sieht es aus? Wie unfertig. So, das mache ich jetzt mit der anderen Seite auch. Geht eigentlich immer ganz schnell. Also, vom Pinsel hier. Und schaffe mir hier natürlich auch die Linie. Da habe ich es gleich besser hingekriegt. Wer ein bisschen Schwachpunkt hat, der kann natürlich auch oftmals so eine Tube nehmen, kann sich die festhalten. Ich sage immer, wenn man hier Videos sieht, dass sie sich Tesafilmstreifen hinkleben. Das sind Profis, die das machen. Die wissen nachher, wie sie es verblenden. Ich würde mir nie einen Klebestreifen dahin machen, weil das, wenn ihr den Klebestreifen abmacht, eventuell reagiert die Haut komisch darauf. Und gibt Pickelchen oder aber ihr reißt euch gleich das Make-up mit wieder ab, indem ihr das dann abmacht, wenn ihr drunter schwitzt. Also ich rate durchaus von Klebestreifen ab. Es reicht so eine Tube, es reicht ein Pinsel und dann könnt ihr hier wunderschön arbeiten. Und das geht wirklich nicht nach unten, sondern es bleibt da, wo es sein soll. Und wenn es das nicht macht, dann kann man einfach ein bisschen den Concealer nehmen. Finde ich ganz gut, dass mir das jetzt hier auch passiert ist. Mir passiert es leider oftmals, wenn ich statt in den Spiegel eben in die Handykamera blicke. So, ja, ich weiß, es fehlt noch was, ein bisschen für oben noch. Dann nehme ich einfach nur den Finger und streife das hier noch auf, sodass sich das miteinander verbindet.
Und da habe ich doch schon einfach mal ein schönes Auge. Was fehlt bei diesem Auge noch? Na klar, es fehlt noch Mascara. Es ist meine absolute Lieblingsmascara, I Love Extreme von Essence, weil sie wirklich schöne Wimpern macht. Und weil man wirklich sie für den Tag dezent machen kann. Und man kann sie aber abends auch richtig aufmotzen. Ich wollte ja jetzt erstmal ein Tages-Make-up machen und wollte euch dann noch die kleine Variation zeigen, wie ich es abends dann abwandeln kann. Die ist wirklich total schön. Die Mascara. Ich nehme immer in meinen anspruchsvollen Jahren oder seit meinen anspruchsvollen Jahren entscheide ich mich für nicht wasserfeste, weil seitdem ich nicht wasserfeste nehme, ist tatsächlich auch sind meine Wimpern besser geworden. Mit der wasserfesten habe ich sie oft rausgerissen. So, Augen fertig. Dann fehlt noch was, und zwar ein bisschen Rouge, also Blush, wie gesagt wird. Na? Ich habe jetzt hier von Maybelline Fit Me die Farbe 35 Korall. Ich mache es so, wenn das so ein zartes ist, um gar nicht so viel Pinsel zu haben, mache ich das so ein bisschen mit dem Finger rüber. Kann man durchaus machen. Nicht schmieren, sondern einfach so einen Hauch rübergeben. Das sieht man auch am Tageslicht, habe ja auch schon die Kontur und arbeite meistens so ein bisschen hier hoch. Also ganz zart. Mehr will ich ja auch im Laufe des Tages gar nicht erreichen. Dann habe ich noch von Essence Stay 8 Stunden Lip Liner, die Farbe 02 Just Perfect. Ich finde die einfach auch perfekt. Da kann jeder ganz einfach mal sich ausprobieren. Und ich habe von Essence Plumping Nude Lipgloss. Das hört sich jetzt alles viel an. Ich sage mal, ich habe, glaube ich, hier insgesamt maximal Produkte mal grob übergerechnet. Vielleicht von 25, 28 Euro. Plus Pinsel, die man dazu kriegt, die man nicht dazu kriegt, sondern die man sich dazu kauft. Vielleicht 30 Euro Starter-Set finde ich für Make-up nicht zu teuer. So, zeig's euch nochmal für den Tag, schön geschminkt. Richtig, richtig gut. Ich weiß jetzt nicht. Ich werde mal ganz kurz einmal aufstehen. Das Ganze nochmal am Tageslicht zeigen. Es geht gerade so gut. Also, ich finde ein großer Unterschied und gerade für den Tag sehr, sehr schön. Vorhin meine Haare gewaschen. So, das lässt sich doch durchaus sehen. Ein paar schöne Ohrringe rein. Man sieht frisch aus, man sieht gut aus und man hat das in den Nude-Tönen. So, jetzt werde ich euch noch ganz kurz einweisen, wenn ihr abends weggeht, was ihr dann macht, um das alles ein wenig zu verstärken. Natürlich könnt ihr dann noch einmal mit dem Bronzer rübergehen, noch ein bisschen Hauch mehr machen. Dann würde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Blush raufgeben. Das heißt, man kann durchaus dann das Blush ein bisschen intensivieren, indem ich hier so über die Kontur rübergehe. Das ist für abends vielleicht ganz schön. So, dann kann ich natürlich die Palette nehmen und kann mir die Augen natürlich mit diesem Pinsel. Da gibt es jetzt so einen Trick, wenn man wirklich nur den einen hat, dann nimmt man so ein Tüchlein und kann den richtig sauber machen. Probiert dann nochmal auf dem Handrücken, dass nichts ist.
Und dann mache ich natürlich ein bisschen Glanz rein, indem ich dann vom Augenwinkel an schönen Glanz reinbringe. Das heißt, dann nehme ich die strahlende Farbe und ich zeige es euch nur an einem Auge, damit ihr dann den Unterschied seht zum Tages-Make-up. So, mit der anderen Seite gehe ich natürlich in einen bisschen verschärfteren Braunton. Das ist der hier. Und gehe von der Mitte an. Dann weiter. Wieder in die Vorbereitung, dass ich es ein bisschen mehr aufpeppe, ein bisschen intensiver. Und gehe dann auch noch mal mit der anderen Seite weiter in das Dunkle. Ziehe das noch ein bisschen höher. Mache noch ein bisschen mehr Start. Und dann nehme ich natürlich den Verblendepinsel, verblende das alles schön. Muss natürlich immer darauf achten, ich habe jetzt nicht abgetupft. So, und jetzt kann ich natürlich auch mit dem Finger hier so ein bisschen Highlighter imitieren, dass es ein bisschen mehr glänzt. Bitte jetzt keinen Schreck kriegen. Und gehe natürlich auch unten ein bisschen mehr ran. Ja, ich achte. Immer abklopfen, bitte. Das ist ganz wichtig. Ja, das kann man schon weg. So. Und wenn mir das hier noch zu wenig ist, mache ich hier das Strahlen. So. Guckt euch die Augen an. Ich finde, ab einem gewissen Alter kann man abends ruhig nachlegen, aber nicht aufdringlich, sondern einfach nur noch mal auffrischen. Ich bin Brillenträger, ich kann mir abends leisten, auch hier oben ein bisschen Glanz zu haben. Die anderen nehmen einfach das Helle. So, und dann möchte ich ja abends richtig strahlend aussehen. Sage ich euch gleich, was ich da nehme. Ich nehme einen Kohlkajal in Hell, weil ich will ja auffallen. Und zwar ist der auch von Essence, 16 Stunden Kohlkajal. Das ist die 96 Silky Nude. Die mache ich mir in die Wasserlinie unten. Und ich bin so verrückt, ich mache das auch ein bisschen hier oben rein. Nehme dann natürlich meinen Mascara und will natürlich abends ein bisschen, und das kann man auch Stunden später machen, meine Wimpern ein bisschen mehr aufpeppen. So, wenn abends ziehe ich dann einfach die Lip-Liner-Linie. Schaut euch mal an, ne? Also ich habe schon erheblich mehr drauf, erheblich mehr Glanz auch drauf für den Abend. Von hier innen seht ihr das. Außen, es ist zu sehen, das ist das Tages-Make-up und das ist das Abend-Make-up. Also das Auge ist viel ausdrucksstärker. Und ich kann, jetzt habe ich ja den Lippenstift drauf, natürlich ein bisschen tricksen, indem ich mir einen Scheinwerfer Lichtchen mit dieser Palette noch raufgebe, so habe ich auch am Abend einfach noch ein bisschen mehr Ausdruck. Mehr brauche ich in meinen anspruchsvollen Jahren nicht.
Wenn ich jetzt noch sage, okay, ich mache mir die Haare noch ein bisschen mit ein bisschen Gel. So. Dann ist es aber durchaus hier eine Spange rein. Habe ich jetzt leider nicht da. Dann ist es doch sehr gesellschaftsfähig abends und ich sehe total frisch aus. Das ist meine Interpretation von Starter-Set Drogerieartikeln. Ich freue mich auf Swedish Mom, bin gespannt, was sie sich schminkt, wo sie rangeht. Und ja, in der Infobox werdet ihr die Produkte von mir sehen. Ich werde sie der Reihe nach aufgliedern und schaut euch selber um und schminkt es nach. Ich würde mich freuen, besonders die Anfänger, weil ihr seht, es ist gar nicht so schwierig. Ach, ich habe noch was vergessen für abends, ist ja ganz klar. Wenn ich die Augen ein bisschen kräftiger mache, dann nehme ich natürlich auch den Augenbrauenstift nochmal und der muss natürlich dann auch aussagekräftiger sein, um das ganze Auge noch ein bisschen mehr aufzupeppen. Das habe ich vergessen. Durchs Quatschen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, abonniert vielleicht auch den Kanal von Swedish Mom. Denn da wird es noch vielleicht einige andere Videos geben. Vielleicht mal mit Pflege oder mit Holz oder so. Und ja, ich bedanke mich auch bei Lena ganz herzlich, Swedish Mom. Und freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit. Ich wünsche euch heute einen wunderschönen Tag und grüße euch ganz herzlich und bitte euch nochmal auch in den YouTube-Kanal der Lena zu schauen. Bis demnächst sage ich heute Tschüss, eure farbenfrohe 60 plus.